Morgen allerseits. Oh, guten Morgen, Pinkerton. Wo ist denn Madame? Ich habe ihr gerade das Frühstück serviert im Gewächshaus. Was? Im Gewächshaus? Sie hält sich draußen so gern auf, seit sie anfing, diesen Science-Fiction-Roman zu lesen, die Pflanze von der Paula geplündert wurde. Ich wusste ja nicht, dass Tantchen im Club Lenny auftritt. Oh nein, Liebes, das tut sie auch nicht. Na, wie kommt denn ihr Foto hier in die Anzeige des Lenny-Clubs? Darf ich mal sehen? Das ist nicht Madame, das ist ein Madame-Double, Pamela Kiki. Oh, da wird ja Madame wieder sauer sein, wenn sie dahinter kommt, dass jemand Kapital aus ihrem Namen schlagen will. Ja, und mit Recht. Hm. Wollen wir nur hoffen, dass Madame das mit der Imitation gar nicht zu sehen bekommt? Ich habe ihr die Zeitung mit aufs Tablett gelegt, als ich das Frühstück brachte. Die müssen wir sofort zurückholen, bevor sie die Anzeige sieht. Ja. Ah. Zu spät, sie hat's bereits gelesen. Ich wollte euch den Pressluftschuppen mal zeigen. Atmen kann ja ein Schock fürs Leben sein. Mein Gott. Pfui, Daimel. Ist das eine Kaschemme? Und mein Double soll hier tatsächlich auftreten in dieser Nahkampfdiele? Ja, aber das ist das Lokaltantchen mit dem der Club Lenny. Ist meine Verkleidung okay? Ich will ja nicht, dass mich einer erkennt. Davon dürfen Sie aber überzeugt sein, solange wir nicht auf den Ayatollah treffen. Sehr komisch, Bernie. Ich möchte wissen, wer der Meister dieser Müllhalde ist. Hey. Wollen Sie sitzen oder stehen? Oh, ich würde sagen, wir setzen uns besser. Danke sehr. Das ist ja furchtbar hier. Oh, meine Na, das ist ja ein gediegenes Chaos. Na los, um Himmels Willen, setz dich, wenn du dich traust. Dreck auf dem Fußboden, ich habe noch nie so viel Dreck gesehen. Erinnert mich an Dawson, Georgia. Würdest du mir mal was verraten? Warum gabst du dem Parkplatzwächter so ein hohes Trinkgeld? Ich musste ja, Madame. Er hat eine Kanone. Ach, Madame, ich weiß nicht, worüber Sie sich Sorgen machen. Ich meine, jeder, der in so einem Lokal arbeitet, kann ja gar nicht sehr viel Geld verdienen. Also, was kann sie Ihnen schon schaden, nicht wahr? Niemand wird Kapital aus meinem Namen schlagen. Die Zicke muss den Hut abnehmen. Hey, sieh, runter mit der Dunstkiefe. Oh, Madame, nein, bitte, nein, so was zu tragen. Ich nicht. Weiß nicht, wie man mit solchen Leuten umgeht, Bernie, verdammt doch mal. Hey, Scheißerchen. Hey, wie wär's, wenn du deinen Schmalzfilz abnimmst? Ich will die Show sehen. Ich habe nämlich den allergrößten Respekt vor dem Theater, verstehst du? Oh. Madame, warten wir es doch ab. Lass Na, ich fummel mir erstmal den Schleier runter. Ansehen. Guten Abend und willkommen im Club Lenny. Die Geschäftsleitung bat mich, folgende Durchsage zu machen. Wenn Sie aufs Klo gehen, bitte benutzen Sie nur ein Toilettenpapier. Die wachsen nämlich nicht auf Bäumen, verstehen Sie? Und nun begrüßen Sie Pamela Kiki als Madame. Auf los geht's los. Und hier ist sie selbst, Madame. Ich danke Ihnen, danke und guten Abend allerseits. Tut mir leid, ich bin ein bisschen spät, aber mein französischer Freund hat mich auf den Leisten gespannt. Und von so einem Ding will man ja nicht so schnell runter. Al Pacino hat sich bei Turnübungen mit mir den Hintern verrenkt. Nun traktiert er meinen Garderobentisch, um ihn wieder einzurenken. Naja. Oh Mann. Mann, die Besucherzahl heute Abend ist ja eine größere Katastrophe als ein Intelligenztest bei der Partnerwahl. Naja, das Leben ist ungerecht, aber beschissen. Der Mann, der sich bei Queen Elizabeth ins Schlafzimmer geschlichen hat, den hat man ja nun verurteilt. Ich finde, dem Mann sollte man eine Belohnung zahlen. Aber eins sage ich euch, Freunde, Hollywood ist spitze. Ich bin mit einem Piloten zusammen, einem Stuntman. Wir machen die ganze Nacht Loopings über Loopings. Letzte Nacht hat er mich wieder völlig verknotet. Da loopt und ackert man und keiner dankt es einem. Aber was hochgeht, das kommt doch wieder runter. So, Kinder, das war's. Ich könnte den Sack umbringen. Nun komm, mach Schluss, du musst die Teller spülen. Naja, also ich muss jetzt abhauen. Ich habe noch eine Preisverleihung. Die Hafenarbeiter haben mich zu der Lady gewählt, die am meisten ackert und bei der sie am liebsten andocken würden. Also, gute Nacht. Und vielen Dank. Danke, Ladies and Gentlemen. Danke, danke. Ihr wart prima. Ja, komm her, schon abwaschen. Also, ich bin ja völlig außer mir. Wie kann sie es nur machen? Ich habe bisher niemand so
gedemütigt. Das ist ja eine Schande. Pinky, geh hinter die Bühne und sag dem Weib, dass ich es sehen will. Und zwar sofort. Oh, ja, also Madame. Für meine Begriffe war sie einfach wunderbar. Die Ähnlichkeit mit Ihnen ist einfach unheimlich, oh, finde Birdie, ich. Birdie, sei nicht albern. Das ist ja lächerlich. Oh. Sie ähnelt mir nicht annähernd. Wie kann sie es wagen, die Länge meiner Nase derart zu übertreiben? Das reicht, um eine Frau zur Alkoholikerin zu machen. Oh, ich muss mir jetzt einen in den Kopf gießen, wirklich. Oh, nicht so hastig. So, das ist doch schon. Ich glaube, jetzt haben Sie genug. Wir schnappen uns das Weib und machen uns hier über. Ich bleibe keine Sekunde länger in dieser Spelung. Ich bin wirklich noch nie so beleidigt worden. Ich bin noch nie so wahnsinnig worden. Was ist denn? Was? Das ist Pamela Kiki. Ach, sieh mal an. Oh, sind Sie die Frau, die wir gerade gesehen haben? Ja, die Ähnlichkeit ist viel größer, finde ich, wenn sie nicht so viel Make-up trägt. Nun sieh sich einer das an. Nun setz dich, Schwester. Wer hat dir erlaubt, meinen Namen zu benutzen? Oh, ich kann es einfach nicht glauben. Ich spreche wirklich mit der richtigen Madame, mein Idol. Ich werde euch auf einen Millionenbetrag verklagen, denn ich habe dein Idol? Ja, Sie sind der einzige Star, den ich jemals imitiert habe. Wissen Sie, ich racker mich jetzt schon so lange in diesem Geschäft ab. Ohne Sie als Vorbild weiß ich nicht, wie ich das alles überhaupt hätte durchstehen sollen. Ja, weißt du, du hättest mich vorher um Erlaubnis fragen sollen, meinst du Seit nicht? Seit mich mein Mann mit den 5 Kindern sitzen gelassen hat, habe ich uns ernährt, indem ich sie imitierte. Dein Hahn ist abgehauen? Ja. 5 Mäuler zu stopfen? Ja. Oh. Ich weiß zwar nicht, was ich mache, wenn dieser Job vorbei ist, aber ich möchte Ihnen sehr, sehr, sehr dafür danken, dass Sie so sind, wie Sie sind. Naja. Man tut, was man kann, mein Kind, nicht wahr? Imitationen sind ja eine ernsthafte Form der Schmeichelei, also die höchste Form von Anerkennung. Stimmt's, Bernie? Oh, ja, sicher. Naja, ich werde jetzt gehen. Ich muss ja noch abwaschen und ich möchte Ihnen nochmals sagen, dass es für mich ein ganz großes Erlebnis war. Oh, ich wünsche dir viel Glück, Kleines. Danke. Mhm. Mhm. Auf Wiedersehen. Mhm. Oh. Darf ich daraus entnehmen, dass Sie ihr nicht die Hosen pfänden lassen wollen? Was, Bernie? Wo hast du denn diese blödsinnigen Ideen her? Überhaupt der Einzige, dem ich die Hosen pfänden lassen würde, das wäre John Travolta, wenn er gehen will. Dem Mann würde ich aus meinen Straps eine Bartbinde bauen. Ich glaube, genug. Oh, ja, hat sie. Immer dasselbe. Dieser Äther sollte sie betäuben. Ich muss bekloppt sein. Ich habe sowas vorher noch nie gemacht. Aber ich muss es einfach tun für die Kinder. Hast noch 15 Minuten bis zur Show, Madame. Okay, Pinky, ich beeile mich. Ich mach schnell. Ich muss nur noch ein paar Sachen von oben runterholen. Das ist das letzte Mal, dass ich bei Foster Brooks auf einer Weinparty war. Das muss man sich mal vorstellen. Billigen Chablis, intravenös gespritzt, das haut jeden Neger vom Stuhl. Wie bist du hier reingekommen? Das ist nicht besonders schwer, wenn man die Besitzerin des Hauses imitieren kann. Madame, bitte, bitte, bitte verzeihen Sie mir. Madame, 10 Minuten. Ich tue es für die Kinder, Madame. Ich tue es nur für die Kinder. Oh Mann, was ist das für ein Trip? Bitte, Marquis de Sade, die Stricke aber nicht zu festziehen. Jetzt nur noch ein bisschen Make-up und ein bisschen Puder für die Nase und ich werde blendend aussehen. Ach, es ist wundervoll. Das ist meine Chance. Auf die habe ich mein ganzes Leben lang gewartet. Endlich kann ich allen beweisen, dass ich Talent habe. Auf los geht's nämlich los, denn hier kommt eine andere Madame. Also Moment, lasst mich das alles nochmal durchgehen. Ich komme durch diesen Vorhang aber raus. Aber natürlich, Madame, wie immer. Ja, natürlich. Also und Hals- und Beinbruch. Du bist echt witzig, Van Gelder. Okay, okay, danke, Smedley. Dann mal weg mit den Vorhängen. Gib mal das Zeichen und runter mit dem Mikrofon, gehalten, Süße. Und nun tritt rein und gib Gas. Und nun wieder live aus Hollywood. Madame, Sie hören Roland Esperanza und sein Scheidungsopferorchester. Madame wird heute ihren großen Gast begrüßen, Chet Everett. Und nun, hier kommt sie selbst, Madame! Kinder, hier kommt sie selbst, Madame in Personenpelle. Danke, Freunde, vielen Dank. Ich danke euch wirklich sehr. Danke, oh, ihr seid wirklich sehr nett. Oh Mann, na, das war heute vielleicht ein Tag. Es ist ein Knaller, hier zu sein, ganz ehrlich. Ja, ich komme nämlich gerade von Dolly Parton. Ich bin nur rübergegangen, um mir eine Tasse Zucker zu leihen. Und sie gab mir einen ganzen Sack. Ja, meinen ganzen Zucker hat neulich mein Hausmädchen aufgefressen.
Denn neben mir hier im Haus ist sie nämlich der süßeste Zahn. Ich habe ihren Scheitel gezogen. Sie ist unbeschreiblich dämlich. Als sie schwanger war, habe ich sie gefragt, ob sie auch Hecheln geübt hat. Sagt sie, wozu? Ich habe doch ein Auto. Darin ist sie kein Profi. Ja, sonst wäre sie ja beim Film, nicht wahr? So, und schon geht's weiter mit unserer Show. Yippie! Vielen herzlichen Dank, danke. So erstmal weg mit dem pathologischen Mufflon. Mann, Mann, Mann. Zu meinem nächsten Gast, da werde ich gleich überall ganz feucht. Wissen Sie, meine Anforderungen an den perfekten Mann sind eigentlich einfach. Es sollte nur Chet Everett sein. Nicht viele Leute können diesem hohen Standard entsprechen, aber der Gentleman, den ich Ihnen jetzt vorstelle, kann es. Und warum? Er ist es. Er spielte gerade in 7 Folgen der sehr populären dramatischen Serie Medical Center. Er hat aber auch in anderen großartigen Filmen gespielt, wie Centennial. In der Miniserie Malibu und Airplane 2 für die große, große Leinwand. Bitte begrüßen Sie also den Mann, dessen Zähne so weiß sind, als ob er sie mit Chlor absäuert. Mein Traummann, der ganz wunderbare Mr. Chet Everett. Ja, Chet Baby, wie geht's dir, Darling? Na, bin ich froh, dass mein Kissen so gut gefedert ist. So kam ich ganz nach oben für das feuchte Küsschen. Ich kann's kaum erwarten, dich in Airplane 2 zu sehen. Ich liebe die Fliegerei. Ja, Ich habe gehört, dass du der Langfliegerei im Besonderen eine neue Bedeutung gegeben hast. Ja, ich hatte ja schon immer den Hang zu Piloten, nicht? Obwohl mich ja Ärzte noch mehr anmachen. Und als du damals den Arzt in Medical Center gespielt hast, war ich völlig von den Socken. Weißt du was, Madam? Ich habe die Rolle so lange und so glaubwürdig gespielt, dass die Leute geglaubt haben, ich wäre wirklich Arzt. Das muss auf Partys schrecklich gewesen sein. Ich kenne doch die Fragerei. Au! Au! Was ist denn los? Ach, das ist nur ein Muskelkrampf, halb so schlimm. Oh, lass mal sehen, ich kann hier mal einen Blick drauf werfen. Das könnte eine Hyperfunktionitis sein. Oh, tatsächlich? Ist sowas tödlich, Doc? Sagen Sie es mir offen. Das heißt nichts weiter, als dass du einen steifen Hals hast. Oh. Na? Aber auch das Einzige, was bei mir steif ist. Na, wie ist es jetzt? Sehr gut. Du massierst das weg. Klar. Du weißt doch, wie man operiert? Okay. Dann warte mal, jetzt ein bisschen weiter unten. Noch weiter unten. Ja, es ist ein wandernder Schmerz, weißt du, ein bisschen tiefer. Tiefer? Noch tiefer. Jetzt höher, höher, höher und jetzt tiefer, tiefer. Warte mal einen Moment. Also was für ein Schmerz soll denn das sein? Naja, also das, wie soll ich sagen, das ist ein wandernder Schmerz. Mal hoch, mal runter. Also man muss kein Arzt sein, um zu wissen, was mit dir los ist. Was denn? In diesem Augenblick deines Lebens denkst du doch an nichts anderes als an Sex. Das ist es, meine liebe Maddie. Ach, das ist doch lächerlich. Na, okay, ich sage dir was. Ich beweise dir versuchen wir doch mal ein kleines Wortspiel. Ich sage dir ein Wort und du sagst mir darauf das Erste, was dir dazu einfällt. Hm? Okay, klasse, Dr. Freud, schieß los. Hamburger. Puff. Ein Smoking. Kerle. Matratze. Kissinger. Das ist nicht dein Ernst. Was soll daran so schräg sein? Ich habe letzte Woche ein Wasserbett gekauft in Seymour Kissingers Matratzencenter. Die erste Nacht war eine siegreiche Seeschlacht. Madam, Ja, ja. Lass mich versuchen, die Situation wieder zu rektifizieren. Und okay. Ich werde dir was sagen. Rektifizieren, ist das was Unanständiges? Nein, nein, solange man es nicht falsch buchstabiert. Ah, ich verstehe. Ich möchte, dass du dich nach diesem Rezept richtest. Nimm 2 davon und ruf mich gleich morgen früh an. Oh Mann, ich danke dir sehr, Chet. Was ist denn das? Die Telefonnummer des olympischen Ringerteams? Oh. Entschuldigung, das ist mein Pieper, ich muss weg. Hast du nicht gesagt, du wärst gar kein Arzt? Bin ich auch nicht. Das ist mein Zahnarzt. Ich muss meine Zähne nachweisen lassen. Oh. Komm, gib mir noch einen Kuss, Darling, bevor du gehst. Nur einen. Oh. Oh. Ladies and Gentlemen, einen Riesenapplaus für ihn. Ja, Chet. Ja. Sich einer dieser Bücher an. Um die Welt in 80 Möglichkeiten. Nackt kam der Milchmann. Wie kann sie nur solchen Schund lesen? Oh, Madame, vergib mir. Ich wollte dich nicht mehr so einem intimen Moment stören. Moment mal. Wenn sie hier ist, wer ist dann auf der Bühne und macht die Show? Oh, Madame, bist du in Ordnung? Meine Güte! Ich danke dir, Pinky. So besoffen war ich nicht mehr, seit ich mit Dean Martin Weihnachten feierte. Ich habe alles ausgesoffen, was der auf seinem Nachttisch stehen hatte. Aber, Madame,
Wenn du hier bist, wer macht dann da draußen deine Show? Das ist diese Imitatorin. Pamela Kiki. Sie hat mir einen Äthercocktail verpasst. Was? Ja. Ich kann dir das jetzt nicht erklären. Wir müssen erst mal schnell runter ins Studio. Ja, aber sehr schnell. Oh, Madame, das war eine großartige Show. Oh, Mann, Tante Madame, du warst aber scharf heute. Ist ja interessant, war ich? Ja. Ja, da muss ich euch jetzt mal ein kleines Geständnis machen. Die Show ist doch fast vorbei. Da ist sie, diese Betrügerin. Oh. Pinky, ruft die Polizei. Niemand fesselt mich an allen Vieren, es sei denn, ich will es so. Zwei Tantchen, Madame? Was hat das alles zu bedeuten? Ich habe Madame gefesselt in ihrem Schlafzimmer gefunden. Nun, dieser Umstand ist ja nicht mal so ungewöhnlich. Aber warum gibt es denn zwei von ihnen? Dieses Weib ist offensichtlich eine Fälschung. Fälschung? Du bist eine Fälschung. Das ist das Pamela Kiki-Weib. Sie hat mich gefesselt, um eine Show zu machen. Also, wer von euch ist nun Madame? Das ist ja noch verwirrender als damals, als die Lennon Sisters hier waren und ihre Namensschilder verloren haben. Na, merkt ihr nicht, dass sie das falsche Luder ist? Ich bin das Original, sie ist die miese Kopie. Oh, meine Güte. Niemand könnte die Show so gut machen, wie Madame es getan hat. Sie ist die richtige Madame. Ich bin Madame. Pinky, 20.000 Ledernacken können doch nicht irren. In Ordnung, Augenblick mal. Ich stelle euch jetzt ein paar Fragen. Wie ist Madams Motto zum Thema Verabredung? Hm? Na, dasselbe wie von McRonalds. Milliarden zufriedener Kunden. Das sagt überhaupt nichts. Das ist kein Test. Sie imitiert mich schon seit Jahren und weiß alles über mich. Dann wartet mal. Es gibt noch einen Weg, ganz sicher zu gehen. Die richtige Madame hat ein Muttermal auf einer Backe. Ah. Aber keine von beiden hat ein Muttermal auf ihrer Backe. Ich rede doch von den nicht sichtbaren Backen. Ach so, jetzt verstehe ich. Du meinst den Teil der Kuh, der zuletzt über den Zaun springt? Bernie, hilf mir aus meinem Kleid, Schatz. Wir wollen dem doch mal auf den Grund gehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Sie meinen, wir sollen uns hier ausziehen? Aber das kann ich nicht und ich denke nicht dran, das zu tun. Oh, oh, dann muss das da die richtige Madame sein, weil sie sich vor jedermann ausziehen würde. Ich will, dass du dich davon genau überzeugst, Bernadette. Los, hoch mit den Gledagen. Oh, oh. Nun komm schon. Los, schwingt sie ab. Das wird dann die letzten Zweifel vertreiben. Nein, nicht. Lass mich in Ruhe. Eine Unverschämtheit. Wie könnt ihr es wagen? Seht mal, der endgültige Beweis. Das ist mir furchtbar peinlich. Was heißt peinlich? Du solltest dich im Grund und Boden schämen. Naja, ich wollte doch nur beweisen, dass ich Talent habe, um für meine kleinen Kinder sorgen zu können. Na, Madame, wie ein Schinken zusammenzuschnüren, war nicht die feine Englische. Mhm. Ich hatte ja vor, allen zu erzählen, dass ich nur eine Imitatorin bin. Aber dann hörte ich, dass Madame die Polizei erwähnte. Ich kann doch nicht ins Gefängnis gehen, ich meine mit meinen 5 Kindern. Oh, nur nicht weinen. Da wird die Nase rot und größer und sieht aus wie eine Doppelgarage. Ich werde nicht die Polizei rufen. Bestimmt nicht. Mhm. Ich weiß, wie schwer es sein kann, 5 Mäuler stopfen zu müssen. Ich war mal gezwungen, aus privaten Gründen mit einer ganzen Combo zusammenzuleben. Oh, Madame, ich verspreche, ich werde Sie nie wieder imitieren. Ich bin Ihnen ja so dankbar. Oh, nein. Ich will ja, dass du mich imitierst. Weißt du, du machst das sehr gut. Schon mal was gehört von Beatlemania? Ja, das ist doch die Show, wo die 4 Schauspieler die Beatles imitieren. Richtig. Ich habe vor, eine große Tournee zu starten und ich werde sie sicher Madamania nennen. Da kannst du auftreten. Du kannst überall da auftreten, wo man mich verehrt, aber wo man mich nie zu sehen bekommt. Sowas wie Manila oder in Äthiopien oder Peking. Ich wollte schon immer so gerne reisen und die Kinder könnte ich mitnehmen. Oh, wann fangen wir an? Sofort, nachdem wir uns ein bisschen amüsiert haben. Ich rufe sofort Arnold Schwarzenegger an. Endlich ist genug von uns da, dass es ihm reicht. Genug jetzt. Güte, wir haben gerade ein Paket von Pamela Kiki bekommen. Schön, ich habe gerade was über sie gelesen. Hier steht nämlich, dass Madamania ein glatter Volltreffer in Peking war. Oh, wie schön. Guten Morgen, Bernadette. Hallo, Joy. Pinky, hast du gerade Tantje Madame das Frühstück ins Gewächshaus gebracht? Ja, hab ich. Warum? Weil ich gerade das hier in der Zeitung gelesen habe. Pamela Kiki wird einen milliardenschweren Ölscheich heiraten. Ja, also, Liebes, was machst du denn da für einen Unterschied? Du weißt, dass Madame selbst genug Geld hat. Ja, aber sieh dir doch den Jungen mal an. Der sieht doch aus wie Oma Sharif. Oh, 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 o
Pinkerton, hast du Madame heute Morgen mit dem Frühstück eine Zeitung gebracht? Oh! Oh. Tja, Silberputzmittel müssen wir kein neues besorgen. Ach, du Mann. Das ist ja... Oh.